Habe ich unabsichtlich verklickt. Was kriegen wir denn da jetzt? Einen Bootshaken. Was mache ich mit einem Bootshaken? Ich weiß schon was. Wartet mal. Kann ich vielleicht. Yeah. I think somebody has sabotaged the lighthouse lantern. The lantern has no power and the mechanism that rotates the light is broken as well. Macht nichts, ich habe genug Zahnräder dabei. Aha. Oh, die können alle belegt, oder was? Lol, wenn die alle belegt gehören. Wie soll denn das funktionieren? Aber jetzt ernsthaft, wie soll denn das funktionieren? Da gehört ein großes rein, weil sonst dreht sich das ja nicht, ne? So. Weil mit einem kleinen dreht sich's ja nicht, genau. So, das große dreht das hier. Dann haben wir das hier, dann haben wir das hier, dann haben wir das hier, dann haben wir das nicht, dann haben wir das auch nicht, dann haben wir das hier und... Ach so! Ich habe nicht alle verwendet. Ach so. Okay, der Mechanismus funktioniert bestens. Jetzt muss ich, keine Ahnung, was sie da geschrieben hat. Oh, was haben wir hier? Sicherungen. Hm, Sicherungen. Natürlich. Sicherungen. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Soll ich da jetzt da absägen? Hä? Das scheint der Sicherungskasten zu sein. Dem komme ich besser nicht nahe angesichts der Pfützen da, bla bla. Achso, da muss ich das wieder wahrscheinlich aufrudern. Aufwaschen. kann ich vielleicht hier... Haha, natürlich. Und mit dem kann ich jetzt die Leiter reparieren. Die Leiter nehme ich mit. Dann kann ich die Leiter... Jetzt habe ich schon gedacht, ich kann die Leiter hier herstellen, dass ich da... Schade. Wo brauche ich jetzt wieder die Leiter? Ich habe doch keine Ahnung. Hier brauche ich die Leiter. Nein, hallo. Hier brauche ich die Leiter, dann kann ich nämlich... Ich weiß nicht, was ich dort oben machen würde. Ja, reparieren? Oder brauche ich jetzt noch ein Stück Stoff? Boah, die Olle geht mir am Zager wirklich. Habe ich hier vielleicht noch einen Schindel oder irgendwas, um mal dumm liegen... Womit ich das Dach reparieren kann. Ah, hier. So. Was? Repariere das Loch im Dach, indem du die Schindel gruppenweise auflegst. Das habe ich noch nie können. Das ist ja wie Tetris. Tetris. Scheißendreck. Dann habe ich sowas nicht. Das würde nicht funktionieren. So. So, so, so. Ja, keine Ahnung.
Das gehört umdreht. Hm. Juhu. Nee, also ich habe das schon ewig nicht gemacht und ich hasse es und ja. So, wir haben fertig. Wir können Sicherungen. Setze die Sicherungen so ein, dass sich jede Reihe auf 100 addiert. Was? Alter. Alter, willst du mich fertig machen? Das. Ach so. Ich verstehe. So, fertig. Okay. So, wir haben, da haben wir blau. Wenn ich jetzt sag, hier 32 und hier 26 haben wir 58. Dann brauche ich gelb. Haben wir 82, 94. 6 ist 100. So, dann haben wir hier 35. 19 ist 54. Das wäre dann 70. Und dann bräuchte ich hier 13. Haben wir aber nicht. So. Nein. Alter! Okay. Geben wir das hier weg. Gehen wir das hier weg, machen hier 21 draus. Okay, machen wir das hier weg. Geben die 16 weg. Okay. Ich will um die Uhrzeit nicht Kopf rechnen. Entschuldigung, aber... Ich glaube, es hat funktioniert. Ich sollte den Turm des Leuchtturms prüfen. Juhu! 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 Yeah. That did it! Yeah! The lighthouse lantern is back up and running. Now maybe I can see what those vandals were trying to hide. Unless, of course... I can't help feeling like I was on the verge of uncovering something big at the lighthouse. But Miss Pennywell said I need to follow my visions when they occur. And this one has led me to the hospital. This wing of the hospital is all but deserted at this time of night. So, jetzt sind wir also im Krankenhaus, nehmen ein Skelettpfötchen in die Hand. Denn wir haben eine Vision gesehen und diese Vision hat uns zu Blut geführt. Zu Blut, meine Freunde. Und wir kommen dem Mysterium Vampir, weil es heißt ja Vampire Secrets, das Spiel, immer näher. Das ist die Blutbank des Krankenhauses, sofern den Dingen eine Bedeutung zukommt, die ich in der Vision gesehen habe. So, bla bla bla, ich hier einmal genauer hinschauen. Ich kann hier leider nichts lesen, weil hier nämlich die Fraps-Zahl ist. Da fehlt eine Hand, die... Achso, da fehlt ja noch mehr als eine Hand. Ach, da fehlt ja der ganze Unterarm. Uiuiuiui. So, was haben wir hier? Ich brauche einen zum Öffnen einen Code. In dieser Laborausstattung fehlt ein großer Becher zum Anmischen der Chemikalien. Ja, dann hier. Oh. Kombiniere die chemischen Stoffe in richtiger Reihenfolge, um eine Säure zum Ätzen von Metall zu erzeugen. Moment, wir haben ja ein Chemiebuch. BR steht so, niemals zuletzt H zufügen. Was? Das ist eine Salzsäure. Aha.
BR stets nach O hinzufügen. Niemals zuerst O hinzufügen, niemals CI vor O oder vor F hinzufügen. F stets nach BR hinzufügen, niemals zuletzt H hinzufügen. So. Niemals zuerst O hinzufügen. Also O auf jeden Fall nicht. Niemals CI vor O oder F hinzufügen. F stets nach BR. Niemals zuletzt H hinzufügen. Okay, dann machen wir H mal, ne? BR stets nach O, niemals zuerst O hinzufügen, niemals CI vor O oder F. Okay, das heißt, wir machen jetzt einmal dann O. Dann machen wir CI. Dann machen wir... Achso, warte mal. Haben wir jetzt O schon? Okay, stopp. Wir haben jetzt gesagt H. So. Dann muss ich aber O. Niemals CI vor O. Oder das, okay, CI ist wurscht. Wir haben O. Wir haben H. Wir haben O. Machen wir mal O. BR stets nach O hinzufügen. F stets nach BR hinzufügen. Also F. Und niemals CI vor O oder vor F hinzufügen. Das heißt, CI ist der letzte. Ja! Jetzt haben wir Salzsäure im Gebäck. Das ist gut. Oder nicht gut. Keine Ahnung. Wie schaut's denn da aus? Das ist die Toilette, die Krankenhaustoilette. Ernsthaft? Mit Spritze und allem drum und dran? Alter. Also, in dem Krankenhaus fühle ich mich pudelwohl. Ich meine, die Tür ist so blitzeblank geputzt, ja, aber das Innenleben vom Klo, das ist einmal... Ja, in diesem Krankenhaus möchte ich mich gerne behandeln lassen und hier meine Krankheit auskurieren und mich hier operieren lassen und keine Ahnung, was sonst noch alles, weil das ist ein... super modernes, ultra sicheres Krankenhaus, ne? So, was haben wir? Schlüssel. Hallo, Schlüssel. Danke. Friedenszeichen. Das ist meistens Peace. Aber wir haben noch ein Pflaster zum Suchen. Wir haben noch ein Pflaster zum Suchen. Noch ein Pflaster, eine Schraube und drei Knochen. Einmal Knochen... Wo ist denn das Piece hier eigentlich? Da ist der Knochen noch. Pflaster. Hier haben wir eh genug Pflaster, sondern das sind so, ich weiß schon, was das ist. Wo sie die Zunge so runterdrückst, da ist das Piece. Und ein Knochen haben wir noch. Knochen, Knochen, ich hab dich schon gesehen. Wo bist du denn, mein Knochen? Ich hab dich schon gesehen. Alter, bin ich jetzt blind?